Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Let's Show Fortress Craft. Oh mein Gott, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Nein, falschen Knopf. Let's Play Fortress Craft. Ich gucke kurz, ja, ich nehme meine Stimme auf, super. Erstmal, ich wollte euch zeigen, was ich so Schönes gebaut habe, als ihr nicht da wart, sag ich mal. Und, oh ne, ist schon richtig so. Gut. Und dann wollte ich euch noch das neue Update zeigen. Das Update hat jetzt nicht unbedingt sehr viel bewirkt, aber doch schon genug, würde ich sagen. Also erstmal, das hier ist mittlerweile mein Spawn. Ich habe mein Spawn hier ein bisschen verändert. Ich habe ihn zu so einem kleinen, Lars schreibt mich gerade an, dass das Update draußen ist. Haha, wenn er wüsste. Hör auf zu nerven! Ich habe daraus so ein kleines Schloss gemacht, so ein klitzekleines, mit so einem fetten Weg hier, dass ich runtergehen kann, so voll cool und so. Ja, jedenfalls, das kennt ihr ja alles schon und das ist irgendwie extrem hell. Warum ist das so hell? Ach, weil ich auf Parallax Max gestellt habe, wollte ich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich auf Specular machen. Und es ist irgendwie immer noch ziemlich hell. Aber warum? Muss ich vielleicht Blumen aufmachen? Ha! Gut, ich. Alles klar, gut. Jedenfalls, was ist neu? Erstmal sind in dem Update wurde das endlich gefixt, dass man andere Welten besuchen kann, ohne dass deine eigene gelöscht wird. Und ich glaube, noch ein paar andere Bugs wurden gefixt. Also ich weiß nicht hundertprozentig. Oh, guck mal hier ein Osterei. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob dieser Bug gefixt wurde, dass eure Welt gelöscht wird. Es heißt, dass es gelöscht wurde, dass es jetzt gefixt wurde. Also ihr könnt jetzt wohl ohne Bedenken eure Welten, die Welten eurer Freunde besuchen. Und das hier, ja, das ist ein gescheiterter. Lars, hör auf zu nerven. Das war ein gescheiterter Versuch, irgendwie ein Mädchenhaus zu bauen. Ja, weil es gibt jetzt Mädchenblöcke. So richtig schön klischee-mäßig, so alles in Pink. Mein erster Korb, meine ersten Bücher, mein erster Backstein. Klosett? Na egal. Den hier kennt ihr, glaube ich, noch nicht. Das ist Ninja. Vielleicht kennt ihr. Das Spiel kennt ihr bestimmt Ninja Gaiden. Das werden vor allem entweder die Älteren unter euch kennen oder die. Geil. Oder die Retro-Fans, die das Spiel noch spielen. Ich fand das Spiel früher mal sehr cool. Es war bockschwer und es ist immer noch bockschwer. Und Lars, jetzt hör auf zu nerven. Ohne Witz. Das nervt tierisch. Geh ihm einfach nicht auf den Sack. Ich sage ihm extra, ich nehme auf, wenn ihn interessiert, das ist ein Scheiß. Warte mal. Interessiert mich nicht. So. Alles klar. Okay. Joa. Was aber eine extrem coole Neuerung ist, finde ich, weil der Block echt gefehlt hat, das sind. Bam! Fenster! Ja, die Fenster sehen. Ja, wie soll ich sagen? Also, ich finde sie cool. Ich muss sagen, sie sehen meiner Meinung nach besser aus als in. Minecraft, finde ich jetzt. Also in dem normalen Minecraft. Es gibt natürlich. Was war das? Hä? Meine Axt ist schwarz. Ach, wahrscheinlich wegen dem Licht und so. Was ich auch sehr cool finde, ist. Das kann ich euch ja mal zeigen. Wartet, wartet, wartet. Wo sind's? Ach nee, warte, die waren ja oben. Genau hier, Window. Wenn er das jetzt so anguckt. Wenn es dann kommt. Hä? Ich gehe mal kurz raus dafür. So. Also nochmal. Bop. Da seht ihr das jetzt, ist hier überall. Also da sind diese Kumpel, da ist dieses Kreuz, da ist das Kreuz, da ist das Kreuz. Wenn ich jetzt hier noch einen dran mache, ist das Kreuz hier innen drin weg. Seht ihr das da? Das finde ich extrem cool, weil ich stelle dann, weil das sieht dann einfach ein bisschen realistischer aus, das Fenster. Das finde ich ganz ziemlich cool gemacht. So, dann ist hier immer noch mein komisches Schwimmbecken und boing, boing, boing. Hier ist auch mein Schwimmbecken, da. Nebenbei, das Wasser wird noch nicht gespeichert. Deswegen, jetzt haben viele gefragt, wie ich das hingekriegt habe. Das kriege ich nicht hin. Ich mache es einfach immer das Wasser vorher rein, bevor ich euch mit euch ein Video aufnehme. Jedenfalls, hier ist mein schöner Kamin mit Dings. Und das hier habe ich gebaut. Eine Kirche. Ja, ich weiß, ich habe schon gesagt, ich habe auch öfter gesagt, dass ich eigentlich keine Kirchen mag. Weil sie mir irgendwie zu eng und dafür viel zu groß sind. Aber naja, ich fand, weiß ich nicht, viele Leute bauen eine Kirche und ich fand das irgendwie ein bisschen cool hier. Irgendwie so ein, weiß ich auch nicht, so ein Möchtegern. Altar. Dann war hier oben noch was. Oh Gott, es laggt gerade etwas. Oh Gott. Wartet, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Da oben ist im Endeffekt nicht viel. Es ist einfach nur
so eine Art Aussichtsplattform. Hier rausgucken. Und wieso habe ich das hier offen gelassen? Das wollte ich gar nicht offen lassen. Ich wollte eigentlich. Bam, bam. Nein. Bam. Mann! Hä? Ach so, richtig, okay. Eigentlich wäre hier auch noch eins perfekt, wenn ich das hier so hinmachen würde, weil dann könnte man so perfekt rausgucken. Aber das würde dann doof aussehen, weil man dann von vorne das Fenster sehen würde. Auf die Seiten achtet man ja nicht so sehr, aber naja, wie dem auch sei. Gehen wir kurz mal wieder runter. Und dann zeige ich euch, woran ich im Moment arbeite. Und zwar, wo ist der Ausgang? Ach, da ist der Ausgang. Ja, ich bin so gut. Das soll ein extrem riesiges Schloss werden. Ich weiß noch nicht, ob es ein extrem riesiges Schloss wird, ob es gut aus. Ah, hier. Aha, hier muss irgendwo ein Relikt sein. Ist mir gerade so aufgefallen. Aber das suche ich irgendwann offscreen. Das habe ich jetzt keine Lust. Ja, jedenfalls, das wird ein riesiges Schloss. Wird sehr cool. Hoffe ich zumindest, dass es sehr cool wird. Also, ich baue erstmal hier die Umrisse, dann baue ich noch einen Umriss, damit man da oben drauf laufen kann. Und dann baue ich hier einen Turm hin, da einen Turm, da einen Turm und da. Also in jede Ecke. So. Das war's im Endeffekt auch schon. Mehr ist in dem Update, glaube ich, nicht. Zumindest wüsste ich es noch nicht. Dann muss ich euch jetzt noch was Kurzes zeigen. Und zwar Load World. Ich habe eingestellt, dass meine Freunde immer joinen und auch immer bauen können, da ich mal euch vertraue, dass ihr da nicht irgendwie eine Scheiße baut und irgendwie meine ganzen Sachen abreißt oder so ein Kack. Und die Gäste habe ich eigentlich immer generell auch blockt. Also blockiert, weil, naja, ich habe keinen Bock, dass irgendwelche Fremden kommen und meine ganze Welt irgendwie verwüsten. Von daher, ihr könnt mir ruhig joinen. Ich weiß nicht genau, ob das schon geht, ob ich überhaupt die Leute schon einladen kann. Das wäre eigentlich mal ganz interessant zu wissen, ob das schon geht. Das muss ich mal kurz gucken. Mal sehen, nehmen wir doch jetzt mal kurz irgendein. Ja, wartet. Warten wir mal, bis es denn geladen ist. So. Jetzt gucken wir doch mal, ob irgendjemand das gerade spielt. Ich wette, das spielt doch gerade irgendwer. Hello Reach, Battlefield, Battlefield, Call of Duty, Black Ops, Halo 3, Indie Games. Ob das wohl geht? Ja, mittlerweile geht das zum Spiel einladen. Das heißt, ihr drückt da drauf und dann kriegt ihr eine ganz normale Spieleinladung, wie bei allen anderen Spielen auch. So, das war's auch schon wieder, obwohl mich jetzt mal interessieren würde, vielleicht geht das ja durch das Update, dass das Wasser jetzt gespeichert wird. Bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber wir machen das mal eben kurz schneller. Nein, Relikte, Jump Boots on. Ach, genau, eins noch. Hätte ich fast vergessen. Durch das Trampolin, wartet mal. Machen wir jetzt mal irgendwo hin. Pupp. Springt man mittlerweile höher. Und zwar, so war glaube ich vorher ungefähr. Und mittlerweile kann man ziemlich, ziemlich hoch springen. Und zwar extremst hoch. Finde ich gut, weil dann brauche ich weniger Trampoline, um aus irgendeiner tiefen Höhle rauszukommen. Naja, jedenfalls mal gucken, ob das Wasser gespeichert wurde. Wasser, 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 Wasser. Nein, wurde es nicht. Also das Wasser wird immer noch nicht gespeichert. Schade eigentlich, kann ich aber nichts machen. Naja, wie gesagt, und was mich interessieren würde, vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so eine Art Let's Build sehen wollt. Weil Let's Play finde ich doof. Aber Let's Build, also dass ich so ein paar Parts aufnehme, wie ich irgendwas Besonderes baue, das fände ich schon wieder etwas interessant. Also würde mich interessieren, ob ihr dafür wärt oder dagegen. Und wenn ihr dafür wärt, was ich denn bauen soll. Also jetzt weniger Pixelarte, also wie hier so, sondern halt eher so kirchenmäßig oder keine Ahnung, vielleicht eine Rennstrecke oder ein Fußballfeld oder irgendwie so eine Art. Also, das war's jetzt aber wirklich. Mehr wollte ich nicht. Wir sehen uns später und haut rein!